Inmitten der ausgedehnten Wiesenhänge des Bergischen Landes liegen die Hofschaften weit gestreut. Im Laufe der Zeit haben sie sich oft zu kleinen Weilersiedlungen erweitert. Als prägende Kennzeichen der Siedlungen gelten die Wegekreuze, die von Flurprozessionen aufgesucht werden. Das 1871 auf der Gemarkung Irlenbusch errichtete Gedenkkreuz gehört zu diesem Hof am Rande des Weilers Engeldorf bei Kürten. In den landwirtschaftlichen Betrieben fernab von den städtischen Marktplätzen wird bis heute ein Großteil der erforderlichen Geräte in häuslicher Arbeit selbst hergestellt. Hier sind zwei Nachbarn dabei, eine Obstleiter anzufertigen. Einer von ihnen bereitet auf der Schneidebank, die im Bergischen Land als Fäschbank bezeichnet wird, die erforderlichen Sprossen vor. Sie werden mit dem Ziehmesser gerundet und an den Enden konisch zugeschnitten. Kommt die Sprosse gut? Er ist gut. Danke. Gutes Holz. Ja, die Riesen sind gut. Du musst sagen. Ja. Ja, tritt sie vor. Zwischen dem bewegbaren Kopf und der Arbeitsfläche werden die Hölzer festgeklemmt. Hat der Moin den Kohn alle gekriegt, Jo? Ja. Hat der Jut hier? Er ist gut. Jo, wie war's los? Ich warte das Jahr, wenn fast der Wagen zu. Schlecht. Achtung, bist du nicht rausgekommen? Nee, so haben sie ja los. Das ist nicht begreift. Die Klemmvorrichtung bedient man durch ein hebelartiges Pedal. Erst das denn im Jahre genommen, Jo? Nein, jetzt noch zu kalt. Achtung, das vor ist der Bleib. Kann ich vor ist ja gemacht. Das ist mal der Vor. Ja. Machst du mich. Jo, wie viel Sprossen musst du noch machen? Und zwei Stück. Zwei? Oh, die Haie, flott. Die Trittstellen der Leitersprossen im Mittelteil bleiben stärker als die Enden. Es dringt weh, Pearl, für die Schuhe? Ungefähr, ja. Wie viel machst du denn mal? Ja, an der Dunkelstelle. Oh, bist du jeck? Die Sprossenhölzer dürfen nicht gesägt werden. Um die Holzfasern nicht zu schwächen, sind sie aus dem vollen Holz gerissen. Klappert doch, Juh. Jo, sehr gut. Der Helfer bereitet die Sprossen auf dem Hausstock mit dem Flatschbeil zur Feinbearbeitung vor. Sie werden gedünnt und geebnet, sodass die Arbeit mit dem Fähschmetz schneller vonstatten gehen kann. Beim Behauen wird der Unterschied zwischen den Plattsprossen und den Rundsprossen deutlich. Hier noch platte Sprossen musst du haben, Jupp. Die flachen Sprossen mit ihren größeren Einsteckenden werden benötigt, um die Leiter stabil zu halten. Du bist mir ein Trick kalt. Holst du die besseren sehen, nun schütteln? Ich bin dabei. Ja? Warum hat's dran? Ja, du musst ja schmälen, ihr hohe Werte, Jupp. Für handwerkliche Arbeiten war nach der Herbstbestellung und nach dem Dreschen die Winterzeit vorgesehen. Zu den Winterarbeiten gehört bis heute das Herrichten von Pfählen für Weidezäune. Früher wurden auch zum Beispiel Eggenzinken und Eggen, Brechen, Besen und Schippenstiele in Vorrat für das Sommerhalbjahr gemacht. Derartige Arbeiten führte man auf der Scheunentenne aus. Jupp, wenn Sie dick sind, dann musst du zahlen, nicht? Schmieren Sie mir gut. Da der Hof sich auf moderne Viehwirtschaft umgestellt hat, ist die Tenne verschwunden. So, Juppe, wenn ihr so wie Geschmack hat, dann hoch werde ich nicht für die Läden. Jupp, Jupp. Heute arbeitet man auf dem freien Platz vor dem Wohnhaus. Wie ist der Lederbum, Papa? Wo ist denn hin drin? Nun, dann ein bisschen entspannt. In der Bucht doch. Die Flachsprossen werden nach dem gleichen Verfahren geglättet wie die runden Sprossen. Im Unterschied zu diesen zeigen sie allerdings keine Verdickung. Durch das kantige Profil sind sie stark genug. Man nimmt für die Sprossen wegen der größeren Bruchfestigkeit stets Eichenholz.
Die trockenen Tritthölzer bekommen in den Einstecklöchern des frischen Leiterbaumes festen Sitz. Als Leiterbaum wird ein gerade gewachsenes Tannenbäumchen aus eigenem Busch verwendet. Die runde Stange wird mit der Spannsäge halbiert, sodass sich die beiden Leiterholme ergeben. Klingt ja wie gut, ne? Also geben, sind Sie mit. Um einen sauberen Sägeschnitt führen zu können, muss das Langholz so fest eingespannt werden, dass es unverrückbar festliegt. Hierzu benutzte man früher in den bäuerlichen Betrieben die zweirädrige Ackerkarre. Am Ende des Karrenbodens ist der Spannklotz mit Zwingen festgemacht. Der Ausschnitt in der Mitte, in dem das eine Ende des Baumstämmchens ruht, kann durch einen hölzernen Keil verengt werden. Bevor die Holme vollends durchtrennt sind, müssen die Einstecklöcher für die Sprossen so markiert werden, dass sie auf beiden Stammhälften auf gleicher Höhe stehen. Zunächst wird mit Schnurschlag längs über das runde Stämmchen die genaue Richtung festgelegt. Mit dem Zollstock werden dann die Abstände ausgemessen, die mit Nägeln gekennzeichnet werden. Die Abstände betragen gleichmäßig 26 cm. Selbst bei kleinsten Differenzen ergäbe sich eine schiefe Leiter, deren Haltbarkeit von vornherein zu wünschen übrig ließe. So, hast du Schnur los? Ja. Die vorgezeichneten Stellen für die Sprossen müssen jetzt quer durch den Stamm vorgebohrt werden, sodass die Löcher auf beiden Seiten übereinstimmen. Weil bei der Halterung in Höhe des Karrenbodens der Bohrer nicht kraftvoll genug geführt werden kann, hat man mit zwei niedrigen Böcken das Bohrgestell hergerichtet. Zur Arretierung des dicken Kopfes benutzt man den Spannklotz, der hier jedoch mit einem eisernen Stift festgelegt wird. Zum Schluss wird der Holzkeil eingezwängt. So. Der Drillbohrer wird mit dem Gewicht des vorn übergeneigten Oberkörpers in das Holz hineingetrieben. Der Bohrer wie gut, du, was? Geht gut, ja. Ansatz. So, ja. Um den gleichen Sitz der zwei Sprossenenden in den beiden Leiterholmen zu erreichen, muss das schlangenförmige Bohreisen genau senkrecht stehen. Das sind noch die Angel. Ist schön geraten. Gut geklappt. So. Die Bohrlöcher gehen von der Oberseite bis zur Unterseite quer durch das Rundholz. Ja, siehst du. Muss ich so hart da, ich hab ja was spüren. Ja. Alles klar. Die Spitze des Bohrers muss genau an den vorgezeichneten Stellen eingesetzt werden. Bisschen auf die Hand, Jupp. Sie hält die Richtung für die weit geschwungene Schneide des Bohrers, die volle Späne aus dem Holz heraushebt. Die Löcher für die Sprossen, die auf diese Weise entstehen, sind verhältnismäßig eng und müssen später weiter bearbeitet werden. So. Behelfsmäßig hergestellte Leitern, wie sie beispielsweise beim Futtersilo steht, besitzen keine eingebohrten Sprossen. Die Tritthölzer sind einfach auf die Holme aufgenagelt. Sie bieten bei weitem nicht die Sicherheit der Obstleiter. So. Gott sei Dank. Hast du geschafft jetzt, Jupp? Ja. Bitte durch, Junge. Ja. So. Ich wusste nicht, was hier. Der vorgebohrte Leiterbaum kann nun zum hölzernen Sägebock zurückgebracht werden.
Nun, los, der Herr kommt schon. Der Helfer hat sich die Schürze umgebunden, wie es bei den Stellmachern üblich war. Die Spannsäge, die mit quergestelltem Sägeblatt senkrecht vor dem Körper auf und ab bewegt wird, folgt dem durch Schnurschlag gekennzeichneten Strich in der Mitte des Stämmchens. Auf dem Bock, der vor dem Schnitt nach hinten wandert, wird er von den Helfern festgehalten. Je weiter der Schnitt zum Ende in der Karre vordringt, desto stärker klaffen die beiden Hälften auseinander. In der letzten Phase bleibt der Bock hinter der Säge zurück. Da das vom Spannklotz gehaltene Ende etwa 10 cm weit in die Karre hineinragt, ist dieses mit dem Sägeblatt nicht erreichbar. Das letzte Stück wird auseinandergetrennt, indem man beide Hälften auseinanderbricht. Nun können die zwei Leiterholme zur Aufnahme der zurechtgelegten Sprossen bearbeitet werden. Mit einem Verfolgbohrer erweitert man zunächst die vorbereiteten Bohrlöcher. Dies geschieht von der Innenseite her, so dass sich die Passform für die konisch zugeschnittenen Sprossen ergibt. Im Gegensatz zu dem Bohrer mit schraubenförmig gedrehter Schneide ist der Verfolgbohrer nur an den beiden Längskanten geschärft, die nach oben keilförmig auseinanderlaufen. Die Schneide darf nur so tief eingedreht werden, dass das entstehende Loch mit der Stärke der Sprossenenden übereinstimmt. Die trockenen, eichenen Tritthölzer gewinnen in dem frischen Nadelholz der Leiterholme ihren festen Sitz, wenn dieses eintrocknet. Wenn das Beil zur Hand genommen werden muss, legt der Handwerker den lang herabhängenden Teil der Schürze an den Ecken zusammen, um sie hinter den Latz zu stecken. Mit dem Flatschbeil, das bei Fehlschlägen zwischen die gespreizten Beine gerät, ohne Schaden anzurichten, werden die Fußenden der Holme angespitzt. Dies ist erforderlich, um der Leiter auf dem weichen Untergrund der Obstwiese festen Stand zu geben. Vielfach ließ man beim Schmied eine Eisenbewehrung für die Leiterspitzen anfertigen, die aufgenagelt wurde. Um die Holme auch außen zu glätten, muss man mit dem Schälmesser die Reste der Rinde entfernen. Die Schneide, die auf einer Stange befestigt ist, wirkt wie ein Hobelmesser. Damit können sogar die hervortretenden Astansätze geebnet werden. Beim Einfügen der Sprossen zeigt sich, wie viel Sachverstand selbst bei der bäuerlichen Handwerksarbeit erforderlich ist. So, eins, zwei, alles klar. Wenn die Bohrlöcher richtig angelegt sind, lassen sich die Sprossen mit dem Hammer bis zur vollen Dicke des Leiterholms hineintreiben. Dabei stehen sie genau rechtwinklig. In der Leitermitte und an den beiden Enden sind die Stellen für die stärkeren Flachhölzer vorbereitet, die bei unebenem Boden ein Verziehen oder Verkanten des Leitergestells verhindern. Die Obstleiter, die mit einseitig eingesteckten Tritthölzern wie ein großer Rechen aussieht, ist etwa 3 Meter lang. Sie wird hier gebraucht, wenn im Herbst die Zwetschgen gepflückt werden sollen, die im Bergischen Land in keinem Baumgarten fehlen. Die Zwetschgen werden als Brotaufstrich zu Mousse gekocht und lassen sich im Backofen getrocknet beliebig lange verwahren. Wenn der zweite Leiterholm aufgebracht ist, erweist sich, wie bedachtsam und genau gearbeitet wurde. Auf Anhieb lassen sich die freien Sprossenenden in den zugehörigen Löchern unterbringen.
Das Langholz braucht nur noch von oben festgeschlagen zu werden. Dabei wird der Bock von Schlagstelle zu Schlagstelle versetzt. Die konischen Bohrungen sind den Querhölzern so gut angepasst, dass die Sprossen außen nicht hervorstehen. Wenn alle Sprossen ihren festen Sitz haben, ist die Leiter ohne Verwendung von Nägeln so festgefügt, dass sie selbst auf den Talhängen gefahrlos benutzt werden kann, wo Zwetschgenbäume gerne angepflanzt wurden. Sehr gut gemacht, Jupp. In der gleichen, durchaus handwerksgerechten Weise wurden von manchen Bauern während der Winterzeit auch größere Leitern, zum Beispiel zum Kelken der Fachwerkwände, hergestellt.